Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Olympiastadion, wo im Moment wirklich hervorragendes Fußballwetter herrscht. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Hertha BSC gegen Hamburger SV. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Ja, da war noch einer dran, gibt Ecke. Jetzt der Eckball. Ball ist erstmal wieder raus. Jetzt ist es gefährlich. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Schön diesen Pass abgefangen. Toussaint. Darida. Platz auf außen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Lucas Toussaint. Suazerda. Niklas Stark. Er geht schön dazwischen. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Moritz Heyer. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Sie könnten jetzt flanken. Weiter der HSV, ja, das könnte gefährlich werden. Und dann diese Unaufmerksamkeit, weg ist der Ball. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Plattenhardt. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Könnte gefährlich werden. Moritz Heyer. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Ecke kommt in den 16er. Gefahr bereinigt. Sie verlieren den Ball. Santiago Ascasiba. Und hier wird es Einwurf geben. Meffert. Ball noch im Spiel. Stark gemacht. Das könnte was werden. Moritz Heyer. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Stark gearbeitet. Toussaint. Pekarik. Darida. Niklas Stark. Da ist der Ball weg. Gefährlich!
gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Santiago Ascasiba. Es steht 0:0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Und direkt zurückgespielt. Lucas Toussaint. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Meffert. Das machen sie sehr geduldig im Aufbau. Klasse Pass. Flanke jetzt. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Torlos geht's. So, im Olympiastadion ist alles bereit für die zweite Hälfte. Legen wir los. Santiago Ascasiba. Niklas Stark. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Santiago Ascasiba. Ball ist unterwegs. Niklas Stark. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Niklas Stark ist da. Toussaint. Klasse Pass jetzt. Wladimir Darida. Da schießt er. Das gibt's doch nicht. Gehalten. Kittel. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Immer noch im Spiel. Klasse gemacht. Könnte gefährlich werden jetzt. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ja, wird Einwurf geben. Kommt da nicht mehr ran an diesen Pass. Sebastian Schonlau. Kittel. Ah, guter Steilpass hier. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Sie gehen dazwischen. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Platz zum Flanken hier. Ganz energischer Einsatz. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Jetzt wird hier gewechselt. Meffert. Kommt jetzt die Flanke? Sonny Kittel. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Da wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Excellent.
Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Flanke kommt rein. Ja, sie können erstmal klären. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. Kittel. Meffert. Weiter der HSV. Ja, das könnte gefährlich werden. Sie können kontern. Und sie verlieren den Ball dann doch. Macht er gut, gefährlicher Eber. Jetzt kommt der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Jetzt kommt hier der Wechsel. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Niklas Stark. Toussaint. Suat Serdar. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. 8 Minuten jetzt noch. Er holt den Ball hier ganz stark. Kempf. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Erstmal dazwischen gegangen hier. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Niklas Stark. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Suat Serdar. Ja, macht das da ganz sicher. Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. 2 Tore Niederlage also am Ende. Nicht das, was sie sich erhofft hatten. Vorne kam zu wenig. Hinten immer wieder unerklärliche Lücken. Und dann gehst du am Ende unter. Das mussten sie heute wieder erkennen. Das war gut, was er heute angeboten hat.